Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, spielt im Harry Potter-Universum, wenn man das so will sagen, aber ein paar, glaube ich, 3 oder 4 Jahrzehnte vorher, und zwar in New York. Dort ist der Newt Scamander gerade frisch angekommen aus London. Er hat einen Koffer dabei, wo es einen Haufen komische Tierwesen drin hat. Dann kommen aber ein paar von diesen Kreaturen, die er dort in diesem Koffer hat, frei. Und durch das entsteht nachher eine interessante Verfolgungsjagd und Suche nach diesen Tierwesen in ganz New York. Ich selber habe ja herzlich wenig Ahnung von Harry Potter, muss ich zugeben. Ich habe den ersten, zweiten und den allerletzten Film gesehen. Ja, in der Mitte fehlt mir da ganz ein Haufen Wissen. Und trotzdem habe ich Fantastic Beasts und Where to Find Them ganz einen guten Film gefunden. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was ist denn so gut? Gute Frage. Also ich finde, die Figuren sind schon mal extrem gelungen. Die Hauptfigur, die neu, so ein bisschen der Harry Potter-Ersatz, ist der Newt Scamander, gespielt vom Eddie Redmayne, wo sehr gute Rolle schon gespielt hat und auch mäßig gute Rolle, wie zum Beispiel bei Jupiter Ascending. Aber da ist er wirklich extrem passend besetzt, also die Rolle von Newt Scamander macht er mega gut. Einerseits, weil so ein bisschen seine scheuche Art und Weise sehr gut passt. Er ist so ein bisschen scheuch und introvertiert und so. Und der Eddie Redmayne passt perfekt für das auch. Wie er aussieht, passt wahnsinnig gut in die Welt. Und während dem Film trifft er auf seine 3 schlussendlich Begleiter, und zwar Tina und Queenie Goldstein, heisst es, glaube ich. Die sind beides auch Zauberer in dieser Welt und arbeiten für so eine Organisation, die Zauberstablizenzen, glaube ich, rausgibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die sind so ein bisschen dabei, und dann hat es einen Muggel dabei. Ich finde Muggel ein wahnsinnig tolles Wort. Und zwar der Jacob Kowalski, und der ist meiner Meinung nach fast die beste Figur nach dem Newt Scamander sozusagen. Weil er ist so ein bisschen das Tor für den Zuschauer in die magische Welt, weil er sieht das ganze Zeug auch zum ersten Mal, wie wir als Zuschauer auch. Außerdem ist er wahnsinnig lustig und auch mega sympathisch und charmante Figur. Und ich habe auch am Colin Farrell sein Percival Graves gut gefunden. Der ist so ein bisschen der Bösewicht. Er strahlt halt so eine Präsenz aus, aber meiner Meinung nach hat er ziemlich viel zu wenig Zeit bekommen, um sich als der üble Schurke zu etablieren. Ich habe auch die Geschichte vom Film wirklich mögen, muss ich sagen. Einerseits ist es herzig, wenn er da in seinen Koffer runtergeht, der Newt, und seine Tiere so ein bisschen streichelt und sein Zoo so ein bisschen unterhaltet. Und dann hast du natürlich auch mehrere Geschichten, die erzählt werden, eigentlich parallel zueinander. Und durch das entsteht einfach wirklich eine wahnsinnig vielschichtige Geschichte. Ich muss aber sagen, der Twist, der am Ende gekommen ist, habe ich von 10 km gegen den Wind gesehen. Zudem sieht auch der Film wirklich gut aus. Er hat coole Kompi-Effekte, muss man sagen. Die ganzen Tiere und Magie und so sieht extrem gut aus. Bis auf etwas, und zwar hat er so einen Donnervogel dabei, der Newt Scamander. Und sobald die zwei Figuren, also der Donnervogel und der Newt, miteinander interagieren, sieht es wirklich nicht so gut aus. Du siehst einfach, dass er wahrscheinlich dort mit so einem grünen oder blauen Klotz irgendwie müssen streicheln oder so. Das habe ich recht schade gefunden. Aber sonst passt es extrem gut. Auch der Style von den 1920er Jahren in New York ist mega cool eingefangen. Mit den Kulissen und mit den Outfits und allem. Und der Style passt eben auch extrem gut zu dem, was J.K. Rowling da in ihren Harry Potter Filmen und Büchern und jetzt auch in diesem Buch so ein bisschen beschrieben hat. Und auch mega erwähnenswert finde ich den Soundtrack, also die Score-Musik von James Newton Howard. Und einerseits passt der sehr gut für sich, also zum Film an sich, er passt aber auch gut ins Harry Potter-Universum hin, und das finde ich echt cool. Aber was ist denn nicht so gut? Ich habe jetzt schon viel Lob dafür übrig gehabt. Neben diesen paar Kleinigkeiten, die ich erwähnt habe, sind das eigentlich nur noch 2 Sachen, die mir in den Sinn kommen, und das sind auch nicht super grosse Sachen. Einerseits finde ich, sind gewisse von diesen Tierwesen jetzt nicht super fantasievoll. Und das andere, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass der Film wirklich 2 Stunden und 15 Minuten geht. Das ist recht lang für diese Geschichte, habe ich jetzt so das Gefühl. Obwohl sie eben, wie gesagt, mehrere Geschichten parallel erzählt. Schlussendlich habe ich dann aber gefunden, ist es ein bisschen gar lang. Und ja, ich weiss, der erste Harry Potter ist über 2,5 Stunden gegangen. Aber ich finde, auch da hätte man locker ein bisschen etwas rausschneiden können. Der David Yates, der übrigens für die letzten 4 Harry Potter Filme verantwortlich war, liefert da wirklich einen extrem guten Einstieg, meiner Meinung nach, in die neue Welt um den Newt Scamander und seine Kollegen. Die Figuren sind gut und gut besetzt, sie sind gut geschrieben, dann hast du gute Outfits, gute Kulissen.
mehrheitlich sehr gute Special Effects und ein toller Score von James Newton Howard. Kleinigkeiten wie die ein bisschen zu lange Spieldauer meiner Meinung nach, ein paar einfallslose Tierwesen und dass der Colin Farrell nicht wirklich viel Zeit bekommen hat, um seine Figur zu etablieren, sind da kaum eine Rede wert. Fantastic Beasts and Where to Find Them ist wirklich ein cooler Film. Und wer diesen Film mag, der darf sich freuen, weil es sind 4 weitere geplant und am David Yates sein Terminplan für die nächsten paar Jahre sieht folgendermaßen aus. Also wenn sie so weitermachen mit dem Termin, dann haben wir den letzten Fantastic Beasts Film im Jahr 2024. Dann bin ich 32. Ah ja. Auf jeden Fall danke ich euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.